Im März 2020 haben wir AFM NGCon 1 eingeführt und unseren Grading-Prozess optimiert, um noch effektivere Korngrößen zu erhalten. Die Korngröße unserer Filterschicht AFM Con 1 wurde auf 0,4 bis 0,8 mm reduziert und unsere Stützschicht AFM Con 2 wurde auf 0,7 bis 2,0 mm umgestellt, um die Filtrations- und die Rückspülleistung zu maximieren. Wir haben aber vergessen, unsere Konfiguration der Schichtung, welche bisher aus 70% AFM Con 1 und 30% AFM Con 2 bestand, zu aktualisieren. Im Oktober 2020 haben wir neu auch AFM Con 2 in der hydrophoben Version, also in NG, lanciert. Dadurch ergibt sich eine neue optimale Konfiguration der Schichtung. Die neue optimale Schichtung besteht aus 50% AFM NG Con 1 und 50% AFM NG Con 2. Unsere neue Empfehlung basiert auf mehreren Tests, die sich auf drei Hauptpunkte konzentrieren: Filtrationseffizienz, Rückspülleistung und Druckverlust. Filtrationseffizienz. Unsere Testergebnisse haben gezeigt, dass die neue 50-50-Schichtung die gleiche herausragende Filtrationsleistung wie die 70-30-Schicht bietet. Dabei werden 93,8% aller Partikel bis zu 1 Mikrometer ausfiltriert. Die Testergebnisse zeigen, dass das hydrophobe AFM NG Con 2 für sich alleine genommen bereits besser filtriert als guter Quarzsand in Körnung 0,5 bis 1 mm. Bei einer Filtrationsgeschwindigkeit von 20 Metern pro Stunde werden über 90% aller Partikel größer als 5 Mikrometer ausfiltriert. Dank der neuen hydrophoben Aktivierung wird AFM NG Con 2 neben einer reinen Stützschicht auch zu einer effizienten Filterschicht. Rückspülleistung und Filterbettausdehnung. Die 70-30-Schichtung führt beim Rückspülen zu einer zu starken Filterbettausdehnung. Bei Spülgeschwindigkeiten von mehr als 40 Metern pro Stunde erreicht man Filterbettausdehnungen, welche das Freibord überschreiten können, was zu Verlust an Filtermaterial führt. Die neu von uns empfohlene 50-50-Schichtung garantiert eine optimale Filterbettausdehnung. Bei einer Spülgeschwindigkeit von 40 Metern pro Stunde resultiert eine Ausdehnung von 25%. Das ist optimal. Inbetriebnahme des Filters und Rückspülprozess bleiben unverändert. Lassen Sie das hydrophobe AFM NG zuerst nass werden und spülen Sie den Filter frühestens nach 24 Stunden. Das Spülintervall sollte 7 Tage nicht überschreiten und bei 40 bis 50 Meter pro Stunde Spülgeschwindigkeit erfolgen. Die Rückspüldauer sollte 3 bis 5 Minuten betragen. Druckverlust. Der dritte Vorteil der 50-50-Schichtung ist das tiefere Delta P gegenüber einer 70-30-Schichtung. Ein geringerer Druckverlust bei der Filtration führt zu niedrigerem Energieverbrauch. Speziell in öffentlichen Bädern kann das signifikant werden. Bei Filtrationsgeschwindigkeiten von 20 bis 30 Metern pro Stunde verringert sich in der 50-50er-Konfiguration der Druckverlust um 20-30%. Bei größeren Filterdurchmessern mit Filterstern empfehlen wir, mit AFM Con 3 den Stern zu überdecken. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Filterhydraulik. Die Schichtung sollte wie folgt ausgelegt werden: 50% Con 1 NG, 25% Con 2 NG und 25% AFM Con 3. Mit hervorragender Filtrationsleistung, idealer Bettausdehnung und geringerem Druckverlust kommt AFM der Perfektion noch einen Schritt näher. Vielen Dank, dass Sie sich unser Update-Video angesehen haben.